Hallo liebe YouTuber, Margit im Urlaubsmodus und doch ist mir die Idee gekommen, dass ich eigentlich euch super gern noch einiges zeigen wollte. Hier sind meine Nelken, die sind jetzt glaube ich 11 Tage alt. Ich bekenne mich ja immer als Nelkenfan. Die habe ich jetzt einfach kürzer geschnitten und werde sie hier der lieben Wirtsfrau mit der Leihvase zurückbringen. Hier sieht man, die sind jetzt ein Stück kürzer, die waren natürlich einiges länger und haben jetzt ganz frische Stiele und erfreuen noch weiter nach dieser langen Zeit auch die lieben Gastgeber. Und wir haben hier so einen schönen Garten. Wir sind hier in einer traumhaften Umgebung in Kärnten und wir sind am Millstätter See, an einem der schönsten Seen Kärntens. Der ist wunderbar klar und tief und den sieht man leider von hier nicht, aber hat man eine tolle Wohnung und wir haben hier so einen schönen Garten und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich euch diesen Garten noch zeigen soll. Und jetzt ist tatsächlich so, dass wir heute fahren und dass ich gesagt habe, ich muss jetzt einen Spaziergang machen durch diesen traumhaften Garten, durch dieses Lebenswerk und ich muss euch den einfach noch zeigen. Und dazu gehe ich jetzt da mal runter. Hier starte ich meinen Rundgang mit euch. Hier haben wir den schönen Kuglerhof in Seeboden. Ein herzlich willkommen. Und ich muss euch als erstes mal zeigen, die Chefin, die hat hier einen wunderschönen Hortensienkranz selbst gemacht. Aus dem Garten die Hortensien geschnitten. Und ich lege mal meine Hand dazu, dass man sieht, wie groß der ist. Und hier wird immer abends eine Kerze angemacht. Und das sieht dann, das macht das Ganze so malerisch. Und dieser Garten besticht dadurch, dass er so viele Plätze hat. Und der schöne Holztisch wurde mit einer Scheibe geschützt. Und was ich auch toll fand, was ich nie mache sonst zu Hause, ist, hier wurde der Strauß mit einem farblich passenden Band zu den Blüten abgebunden. Fand ich auch eine sehr schöne Idee. Aber jetzt kommt eigentlich erstmal der Weg in den Garten. Es gibt ganz oft Herzen, da werden die Rosensorten, die hier wachsen, werden die Rosensorten, die Bezeichnungen genannt, immer mit so einem Rostherz. Und auf dem Weg hier werdet ihr ganz, ganz viele Herzen sehen, weil es gibt hier so viele Rosen und so viele Eingänge zu so malerischen Plätzen. Rosengarten ist eine sehr gute Bezeichnung für diesen großen Garten, aber Rosen ist eigentlich völlig untertrieben, weil hier gibt es viel, viel mehr als Rosen. Hier gibt es tolle Plätze. Hier ist ein Grillplatz. Das sind die Hortensien, die hier alle wachsen. Und man weiß eigentlich gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Der fleißige Rasenmäher, ich nenne ihn jetzt einfach mal Gustav, ist auch die ganze Zeit unterwegs. Und man sieht auch, der Rasen ist auch picobello gemäht. Und bei dieser Fläche lohnt er sich richtig. Einmal hier um die Ecke schauen, weil hier gibt es zum Beispiel noch wunderschöne Hortensien, Apfelbäume. Und hier kommen jetzt Rosenbeete. Und es gibt nicht nur Rosen, hier sind auch Lilien. Lilie, die ist eigentlich größer als ich selber. Die ist noch festgebunden. Und hier gibt es dann wieder zahlreiche Rosensorten. Und an der Wand, wo die Sonne schön scheint und die Wärme ist und auch mit Überdachung, da fühlen sich die Tomaten wohl.
Die müssen noch ein bisschen reifen. Und was wir hier oben haben, von oben, da kommen die Trauben. Also es ist so eine Fülle, dass man das gar nicht auf einen Blick erkennen kann. Der Phlox im Staudengarten im Sommer blüht wunderschön hoch mit seinen hohen Stielen. Ein Garten mit Plätzen. Hier sind die nächsten Plätze. Wir gehen jetzt einfach mal, hier ist wieder Gustav, wir gehen jetzt einfach mal zum Miscanthusgras, das etwa 4 Meter hoch ist. Das ist der Wahnsinn. Und an jedem Baum, an diesen ganzen Bäumen, sind überall verschiedene Rosensorten, die leider im Moment nicht so perfekt blühen. Hier sind ganz hohe Hortensien, auch spezielle Sorten. Rispenhortensien. Und was ich persönlich auch liebe in schönen Gärten, sind diese schönen Hostablätter, diese Fungien. Die sind ein Traum und hier gibt es so viele schöne Sorten. Man muss immer genau hinschauen und wer sowas im Garten hat, weiß, wie toll das ist, das auch mal in die Vase zu stellen. Wer leider Gottes auch Fungien liebt, sind die Schnecken. Aber es ist auch ein Garten für Tiere und nicht nur für Blüten. Diese vielen Rosenblüten. Hier gibt es auch ein Gartengolf. Man sieht, also hier wurden diese schönen Versenkungen gemacht. Und wenn die Stäbe nicht drin sind im Loch, dann kann auch der Mäher ganz problemlos über diese Löcher einfach hinweg mähen. Schöne Gartenstatuen, Plätze, 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 unfassbar viele Plätze. Nicht nur Rosen finden hier ihren Platz, auch ein toller Gemüsegarten mit Salatsorten, mit Kohlsorten, mit Kräutern, Zucchini, Zwiebeln, Fenchel. Wahrscheinlich vergesse ich noch ganz, ganz viel. Himbeeren, Rhabarber. Und umrandet von den schönsten Hortensien.
ihr Lieben, und hier endet leider auch mein Gang durch diesen tollen, tollen Garten. Und ich hoffe, ihr habt diesen Gartenrundgang mit mir genossen. Und vielleicht, wenn es euch mal nach Kärnten treibt, ich war zum zweiten Mal hier und ich kann euch diesen tollen Hof und diese wunderschönen Garten mit einem eigenen Seeabschnitt, mit eigenem Ruderboot. Ich kann euch das alles nur total empfehlen, weil das Einzige, was man hier machen kann, ist eigentlich strahlen. Ja, und so gab es jetzt also doch mal ein Video im Urlaub. Ich kann nicht ganz davon lassen, aber ich freue mich auch aufs nächste Video mit euch. Und ja, was sagt ihr denn dazu? Ist so ein Garten für euch eigentlich wichtig, wenn ihr im Urlaub fahrt? Und was ich ganz vergessen habe zu sagen, ist auch dieser schöne Gemüsegarten. Da ist es sogar auch für Gäste erlaubt zu schneiden. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe morgens Rührei gemacht und bin dann erstmal in den Garten gegangen mit einem kleinen Messerchen und habe dann diese schönen Zwiebel geschnitten. Und ich habe mich gefreut wie ein Keks. Es waren nur Zwiebel und ich fand es einfach wunderschön, das zu machen. Viele von euch haben einen eigenen Garten. Ich habe meinen Garten mehr oder minder im Laden, weil ich habe so viel mit Grün zu tun. Ich habe privat keinen Garten und es ist auch in Ordnung, weil ich glaube, nach der vielen Arbeit mit dem Grün und mit den schönen Blüten, ich glaube, wenn ich dann abends immer noch das Gleiche hätte, dann wäre ich irgendwann mal, dann hätte ich wahrscheinlich eine totale Überdosis an Grün. Es ist okay, so wie es ist. Ich genieße es, ich freue mich immer so. Aber ich freue mich auch total im Urlaub dann über sowas Schönes. Ich freue mich natürlich auch ein bisschen, dass ich das nicht immer pflegen muss, weil ich glaube, die Arbeit, das ist der Wahnsinn. Aber es macht so viel Stimmung und es ist so toll, dass ich diesen Urlaubsort einfach aus tiefstem Herzen empfehle und euch diese Eindrücke mal teilen wollte. Also für heute mit diesem wunderschönen Miscanthusgras hinter mir und der Teich hinter mir, und für heute ganz, ganz liebe Grüße aus Kärnten noch, von Seeboden, vom schönen Kuglerhof. Macht's gut, ihr Lieben. Ich freue mich auf euch fürs nächste Mal. Und es gibt wieder nach dem Urlaub, es gibt wieder ganz viele Hochzeiten. Wir haben richtig Arbeit. Und ich gucke mal, dass ich da ein paar Eindrücke einfange. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Margit.